Hey, willkommen zum mittlerweile sogar schon vierten Teil. Oh Mann, ich hab vergessen. So jetzt. Zum vierten Teil. Ja, ich rede da gar nicht erst drauf los. Wir fangen einfach an. Mittlerweile solltet ihr das ja wissen, wie es abläuft. Ja, das heißt, da gibt es eine Challenge, die heißt Let's Draw All Pictures Again Challenge. Tatsächlich habe ich mal meine Sarah, mein Hauptcharakter, in der Orga-Kutte gezeichnet aus Kingdom Hearts. Weil sie ja auch mit einem Kingdom Hearts Charakter ein Kind hat. Akane. Ich verrate eigentlich gerade zu viel. Orga-Kutte musste eigentlich schon genug. Naja, gut. Vielleicht hat er mittlerweile seit drei Teilen schon drauf gekommen, ne? Ja. Ich bin. Meistens habe ich angefangen, aber ich bin nicht besonders weit. Ich habe mir damals auch. Ich habe mir da auch 5, 6 Vorlagen geholt, damit ich die Kutte richtig zeichnen kann. Ja. Aber. Gut. Ich schließe das doch mal, weil ich die ganze Zeit. Ja, Lightning Lars Leon. Für alle, die es sehen, es sollte eigentlich Lars Leon eigentlich schon bekannt sein. Das ist nämlich ein Bakugan. Jedoch, ich habe Lars Leon, ein legendäres übrigens sogar, ich habe Lars Leon so lieb gehabt, dass ich mir gesagt habe, du machst daraus dein eigenes Beyblade. Und so ist Lightning Lars Leon entstanden. Das Lightning ist, abgeleitet von einem anderen Bakugan. Ihr wisst ja vielleicht, oder vielleicht auch nicht, das hat so eine kleine Lektion, diese einzelnen Scheiben, die Lars Leon, die diese Bakugan haben, haben bestimmte Namen. Zum Beispiel Lightning Adrago ist, der heißt, die eine Scheibe ist, steht für dieses Lightning, und der Adrago ist halt, glaube ich, dieses Kernteil hier. Ich wusste es mal genau, wie das zusammengesetzt ist, aber mittlerweile ist es so lange her, dass ich Beyblade gesehen habe und Bakugan und. Dass ich einfach nicht weiß, mehr weiß. Also ja, das ist halt mein Beyblade jetzt. Ja, genau, mein Beyblade. Mein Bey. das klingt voll falsch. Lightning Lastion, genau. So viel dazu. Ich habe Lastion zu einem Beyblade gemacht. Ich muss auch dazu sagen, dass Lastion ziemlich scheiße im Hintergrund aussieht, weil einfach mal das Bild von Lastion ich einfach kein gutes gefunden habe. Ja, wieder meine Fairy Tail Fanseiten. Ursprünglich war es ja mal Lucy. Ja, ich bin halt ein kleiner Fairy-Tale-Fan und mein Liebling ist nun mal Loki. Oder Leo, je nachdem. Und daher, meine Sarah hat auch was mit Loki bzw. Leo am Laufen, aber das ist eine recht komplizierte Beziehung zwischen den beiden, weil sie ja, genau wie Lucy, eine Stellar-Magierin ist und Loki ein Stellargeist, und das ist eigentlich, also ich habe mir erstmal gedacht, dass es eigentlich eine verbotene Beziehung ist sozusagen, aber die trotzdem existiert. Ja. Und Larius ist die sozusagen eine gute, also die eine der besten Freundinnen von Sarah, und hat persönlich gesagt, hat ihren Segen sozusagen persönlich gegeben. Also es ist eine lange Geschichte, vielleicht erzähle ich die irgendwann mal. Vielleicht erzähle ich irgendwann mal zu jedem meiner Charaktere was. Ich habe eine Menge. Wenn mein Paintball fertig ist, erzähle ich mal zu jedem meiner Charaktere was. Ja, hier haben wir wieder einen Collab. Ja, mein Charakter ist sie hier. Das ist meine, wieso fallen mir die Namen immer nicht ein? Aus der letzten Folge. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber ich weiß, dass sie mal ursprünglich mal für ein RPG gedacht war, und da hatte sie eine Winx Club-ähnliche Verwandlung. Ja, das ist eine lange Geschichte. Ja, hier habe ich zum ersten Mal Lucy selber gezeichnet. Man sieht ja, es ist nicht perfekt und er ja, sieht der Fuß voll verkrüppelt aus. Ich musste halt ein bisschen improvisieren mit dem Fuß, weil man sieht den ja unter dem Cape nicht. Gut, ja, ich rede nicht mit dem großen Bein rum. Ich gehe aber mal zum nächsten Mal. Das Mal braucht wieder so lange und ich will ihn nicht wieder so lange machen. Ja, das ist meine Ayumi. Ihr solltet sie erkennen. Sie war damals eigentlich als Maskottchen für eine Internetseite gedacht, wurde letztens aber nicht genommen, weil jemand anderes, ein anderes Maskottchen gewonnen hat. Und daher ist sie die lange Zeit dann halt so geblieben. Halt einfach da, aber keine Verwendung. Wo ich dann gesagt habe, sie wird die Tochter von Yoko. Was ich irgendwie nicht ganz erklären kann, weil die zwei ja so unterschiedliche Haarformen haben und. Ah, hier.
Hier haben wir ein unvollständiges Bild. Das ist wieder mal einer der Fälle, wo ich die Bilder halt mache, die dann letztens verende, aber immer vergesse, die in der Style-Datei zu speichern. Also, das ist mein Mamoru, das ist das Frettchen von meinem Charakter Shinzo. Ja, es ist ein magisches Frettchen. Ja, und das ist halt unvollständig. Also, die Style-Datei ist unvollständig. Das Bild an sich ist vollständig, aber die Style-Datei ist unvollständig. Ja, das hier ist übrigens eins der Bilder, wo das Original. Moment, ich mach mal alles aus. Wo das Original auch einer Zeichnung entstammt. Und zwar meiner eigenen. Ich kann zwar nicht besonders schön zeichnen, aber in dem Fall habe ich das halt, das Paintpad halt gemacht. Und es entstammt halt meiner eigenen Feder. Also ich habe das komplett, das gesamte Bild, alles komplett selber gemacht. Die Augen. Ja, das ist das Sonnenlicht. Die Haare habe ich gemacht. Das Wasser. Also das ist der Wasserteil, der über ihre Schwanzflosse geht. Dann die Schwanzflosse. Ihre Schwanzflosse. Dann die Haut. Den Stein. Ja, die sitzt auf dem Stein. Das Sonnenlicht hier. Den Himmel. Wobei man hier von relativ wenig von der Sonne sieht. Also, ja. Und das Wasser an sich selbst. Das heißt, ich habe bei dem wirklich alles komplett selber gemacht. Und dafür, also dafür ist es gar nicht mal so scheiße. Also ja, es könnte besser sein, aber. Hey! Es ist mein Bild und ich habe es komplett selber gemacht. Und ja, ich bin eigentlich doch so ein bisschen stolz auf das Bild. Okay, bin ich. Ja, ein älteres Bild haben wir hier. Haben wir Sarah, Amai, Saphira. Ihren Freund, dessen Namen ich immer noch nicht irgendwie aussprechen kann. Shin. Das ist der immer noch der Zwillingsbruder von Mai. Yui und Momoko. Oder auch meistens nur Momo genannt. Ja, es war ein Weihnachtsbild. Ich habe recht viele Weihnachtsbilder. Hier haben wir auch schon den nächsten Ijinka-Teil, nämlich Miu. Ja. Was soll ich dazu schon sagen? Auch da hatte ich eine Vorlage. Wahrscheinlich wird es noch ein Weilchen dauern. Dann haben wir hier Milotic. Ja, ich hätte Milotic auch als weibliche Version machen wollen, aber ich meine, ich habe so wenig Kerle dabei, ja, von meinen ganzen Dings-Videos für den Wettbewerb-Dings da, dass ich auch immer dachte, okay, du musst jetzt auch mal einen Mann machen. Und daher ist mein Milotic männlich. Ich glaube, das Original erinnert mich an Vasili. Wenn er ihn kennt, das ist ein Arena-Leiter. Der Achte. Von Kyoto, glaube ich. Ja, und hier sehen wir die zwei wieder. Wenn man genau hinguckt, das ist mir aber ganz spät erst aufgefallen, man sieht hier nur das Original-Mikrofon. Das ist ein dummer kleiner Fehler, der mir unterlaufen ist. Genauso wenig, wie man im Nachhinein auch ihre ganzen Dings sieht, aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Daher ist es mein kleiner persönlicher Fehler bei dem Bild. Ich war aber auch immer zu faul, das zu beheben. Ich habe es als die behoben. Ja, auch Nachtara hat bei mir seinen Auftritt gehabt. Obwohl ich sagen muss, dass Nachtara von allen Evoli-Evolutionen am zweitwenigsten mag. Also nach Blitzer. Ja, ich finde aber das Design ursprünglich so cool. Vom Original. Da habe ich, glaube ich, zwei Bilder miteinander kombiniert, die ich toll fand als Vorlage. Und ja, dabei ist das Nachtara entstanden. Und ich finde, das erinnert mich eigentlich an eine ägyptische Göttin, Königin. Ja. Meine Saphira ist mit Naruto zusammen. Natürlich war das der Fall, bevor ich wusste, dass halt Naruto später mit Hinata zusammenkommt und die zwei wunderschöne, bezaubernde Kinder haben. Es hat lange gedauert, bis ich akzeptiert habe, dass Naruto mit Hinata zusammen ist und Sakura mit Sasuke. Ja, ich bin nämlich kein Sasuke-Fan, nachdem Itachi und Deira gestorben sind durch Sasuke. Ja. Wie auch immer. Jetzt muss ich mir für Saphira einfach mal eine andere Option überlegen, weil Saphira ja kaum mit Naruto zusammen sein kann. Ja, das ist mein Naruto-Collab. Ach ja, zu dem Bild. Ja, da habe ich angefangen mit dem Bild. Und meine Partnerin, RPG-Partnerin, hat einfach dann diesen Teil hier rausgelöscht. Ich weiß nicht warum, aber das steht ganz einfach. Und ich glaube, den Teil hat sie auch rausgelöscht. Also meine Unterschrift.
Ich weiß nicht, warum sie das getan hat, denn im Grunde steht da einfach nur mein Name. Das ist mein Künstlername im Japanischen. Gut, das ist Google Übersetzer Japanisch, aber mein ist es Japanisch und das ist mein Künstlername. Ich verstehe nicht, warum sie das rausgelöscht hat. Auf jeden Fall hat sie es gelöscht. Als, und das hat fertig wird, als sie mir das fertige Bild geschickt hat. Ich weiß nicht, warum sie es getan hat. Und ganz ehrlich, ich will es auch nicht wissen. Ich weiß nicht, ob sie es versehentlich gemacht hat oder mit Absicht. Auf jeden Fall hat sie es rausgelöscht. Warum auch immer. Das liegt nicht in meiner Hand. Was haben wir hier? Ah, okay. Das Video erkläre ich jetzt am besten. Ich habe für meinen Cousin, der wollte ja wissen, wie man das macht. Der, ich habe ihm ja sein Bild gezeichnet. Ich weiß nicht, ob man das schon. Ich erinnere mich gar nicht, ob ich es in einem der drei Teile bisher gezeigt habe. Ja, und der wollte halt so ein Tutorial von mir sehen, wie ich das mache. Und da habe ich ihm halt hier die Pinsel alle erklärt. Zum Beispiel, was Pen so kann und so weiter, also halt mein Standardpinsel, bevor ich sowas wie meinen Blattpinsel hatte. Oder meinen selbstbeliebten Water. Ganz ehrlich, der Pinsel ist so cool. Ich benutze ihn zwar nie, aber er ist einfach cool. Ja. Und mein Feuerpinsel? Ja, wie auch immer. Habe ich jemand erklärt, wie das funktioniert damit, weil er wollte ja so lernen, wie man damit klarkommt. Und ja. Das Bild hier ist, habe ich für einen Kumpel gemacht. Der wollte unbedingt seinen Naruto-Charakter gepainted haben. Er hat mir in dem Grunde alle Freiheiten gelassen. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich könnte mir, also er meinte, ich soll halt, halt die Augenfarbe hat er mir vorgegeben. Also er hat gesagt, der Charakter sollte einen Sharingan haben. Habe ich extra von Google Sasuke Sharingan geklaut. Aber ich glaube, es war Sasuke. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es Itachi oder Sasuke war. Ja, und der hat das Bild gemacht und auch. Ja, die Haare halt. Er meinte, die Haare sollen so ein bisschen so wie die von Madara sein. Können ja mal gucken, ob die wirklich so sind. Ja, so ein bisschen, ne? Zumindest der obere Teil. Wo sind jetzt die Haare? Hier. Ja, also hat mir da relativ viel so Freiheiten gelassen. Und ich habe gedacht, okay, du willst Madaras Haare haben. Gut, ich mache den oberen Teil, aber der Rest ist auch meine eigene, eine Eigenkreation. Ich wollte unbedingt, dass er einen lang geflochtenen Zopf hat. Ja, jetzt ist es das sein Naruto-Charakter. Hier haben wir wieder ein N, ich Sarah Bild. Ja, ich bin ein Riesenfan von N und daher auch das Bild. Da musste ich jetzt mal überlegen, wie ich das mache mit den ganzen Strichen. Im Nachhinein fällt mir auf, dass ich hier vergessen habe, die Striche weiterzuziehen. Ja, gut. Kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Das heißt jetzt so. Gut, denn ich habe damals tatsächlich für, also bei der Seite Anime-Helden habe ich tatsächlich kann man offline und online Bildchen erstellen. Die sind dann noch recht klein. Und ich habe tatsächlich damals halt das Offline- und Online-Bild erstellt. Das ist mein Offline-Bild, das mache ich irgendwann mal nochmal neu. Und mein Online-Bild kommt, glaube ich, als nächstes. Ja, kommt auch noch als übernächstes. Ja, irgendwann mache ich die nochmal neu. Und tatsächlich habe ich auch so ein Outfit. Ohne Witz jetzt. Also die Hose. Ich hätte gerne so eine Hose, die wäre echt cool. Ja, so ein Oberteil habe ich tatsächlich. Allerdings hat meins noch ein Logo drauf. Und diese schwarze, etwas längere Jacke sozusagen habe ich auch. Die hängt bei mir drüben im Zimmer. Ja, nur meine Brille fehlt halt, ne? Weil meine Brille hat sich halt öfter mal geändert, die Farbe und so weiter. Habe ich gedacht, nee, machst du keine Brille auf? Oder ich hätte einfach keine Lust, eine zu machen. Ja, jedenfalls ist das halt mein Online-Offline-Charakter. Das ist mein. Es geht wieder los, ich fange an zu gehen. Das ist halt mein Offline-Bild. Mein Online-Bild kommt dann ja später. Tatsächlich habe ich auch meinen One-Piece-Collab gemacht. Allerdings hat mein One-Piece-Collab-Partner nie das Bild gemacht. Also der hat halt nie mit seinem Teil angefangen, beziehungsweise mir nicht mehr geantwortet. Ja, und hier, das ist mein Hotaru, mein One Piece Charakter. Ja. Was soll ich denn dazu noch sagen? Ich habe das Bild geliebt. Nur mit der Sprechblase. Im Nachhinein finde ich die Sprechblase echt dämlich. Weil das ergibt keinen Sinn. Im Original sind das übrigens Ruffy und Nami, also für alle, die es interessiert. Das ist aus einem Manga. Ja, das ist mein Online-Symbol. Ja, wie gesagt, wir sehen wieder dieses T-Shirt. Und meine Sarah.
Ich hatte so verschiedene Stile. Manchmal habe ich halt das Schwarze unter den Haaren versteckt. Und jetzt mittlerweile habe ich es wieder über den Haaren und mein Stil ändert sich so oft. Also das ist ja auch schon mittlerweile schon nicht mehr das jüngste Bild. Ist ja von 2013 oder Dings. Hier haben wir Luke. Luke ist der Sohn von einem RPG-Charakter, der Zero heißt. Ja, und meiner. Ja, der Name fällt mir gerade wieder. Naja, jedenfalls grüne Haare hat sie. Ich überlege gerade ihren Namen. Vielleicht komme ich noch drauf. Ja, das ist halt ihr Sohn. Und ja. Das ist übrigens der einzige meiner ganzen Charaktere, der noch im Kindesalter ist, also noch ein Kind. Weil ich ihn halt nie, wir haben, für den RPG habe ich ihn nie halt älter machen müssen, also dass er älter wird. Und daher ist das, Moment hier mal, hat das Küken überhaupt im Original eine Schleife auf? Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher, ich würde mich mal interessieren. Hat es, offenbar. Tatsächlich hat es. Ja. Und ich fand das Bild halt so süß, dass ich mir dachte, Master, nimmst du. Ja, das war auch übrigens so ein Wettbewerb bei Anime-Helden. So wie so ziemlich viele meiner Bilder. Es ging um Ostern, selbstverständlich. Und ja, es war süß und ich zeichne halt gern Kinder, Babys, kleine Kinder. Das ist halt mein kleiner Luke. Benannt nach Luke Triton aus Professor Layton. Ich habe darauf bestanden, habe mich durchgesetzt, dass der Name durchkommt. Ja. Wie lange haben wir das mal gemacht? 16 Minuten. Wow, ich bin gut, ich bin flink. Ich glaube, es geht euch kein Ohr ab. Das heißt, das war es dann auch schon zu diesen Bildern. Habe ich nicht allzu viel erzählen müssen. Wenn ihr jedes. Ach, übrigens, ich sage das vielleicht erst spät, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Charakteren, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Ja, ich beantworte euch die Fragen gerne, vorausgesetzt, ich kann sie auch beantworten. Ich schätze, na, sagen wir mal, noch im sechsten Teil erzähle ich euch noch was, eventuell. Also, ihr werdet es ja so oder so sehen. Obwohl, vielleicht sind es auch sieben Teile, weil, wenn ich gerade überlege, ich habe noch einen kompletten Ordner. Ah ja, hier sind übrigens nicht Side-Dateien drin, weil ich habe auch ein paar gemacht, die habe ich einfach in den Ordner reingeklatscht. Obwohl das auch keine Side-Dateien mehr sind, also nur Bilder und die sind, kommen eh drin vor. Ich habe hier auch einen Paint-Projekt-Ordner. Da sind ansonsten bisher ein Paint-Projekt-Teile, weil ich habe ja so also ein Paint-Projekt am Laufen, wo ich wirklich alle meine Charaktere painte. Und ja, die sind hier ja auch drin. In anderen Worten, ich könnte die euch noch zeigen, dass wir dann halt, ja, wie ihr sehen könnt, ich habe schon mal vorbereitet. Wir sind jetzt bei Teil 4, 5 und 6 kommen noch und dann wahrscheinlich noch der Ordner meines Paint-Projektes. Ja, wir werden mal sehen, wie es halt läuft. Ich habe euch genug im Ohr abgetraut. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann. Passt auf euch auf. Kommt gut durch den Tag und egal wie spät es gerade bei euch ist, habt einen schönen Tag noch. Und viel Spaß mit dem Rest des Tages. Wann auch immer ihr das Video guckt.